Ja, danke schön. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich würde wie immer gerne zu Beginn ein paar Bemerkungen machen. Zunächst zum 8. März in dieser Woche, Ende der Woche, begehen wir den Internationalen Frauentag. Dass wir allen Grund haben, nach wie vor diesen Tag mit sehr viel Aufmerksamkeit zu begehen, auch politisch zu würdigen, ist nicht zuletzt offenkundig geworden, jetzt aktuell wieder durch die Zahlen, die unsere Fraktion von Frau Nahles bekommen hat. Ich will die wichtigsten noch mal in Erinnerung rufen. Die Vollzeitarbeitsquote bei Frauen ist seit 2001 von 55% auf heute 40% gesunken. Die Zahlen von Frauen in Teilzeitjobs haben in dieser Zeit um 2,5 Millionen zugenommen. Und 5,3 Millionen Frauen hatten ausschließlich einen Minijob. Diese Zahlen machen noch mal sehr deutlich, dass insbesondere Frauen von Armut und besonders von Altersarmut betroffen bzw. bedroht sind. Und selbst wenn sie in Vollzeit arbeiten, haben wir nach wie vor in der Bundesrepublik die Situation, dass Frauen für die gleichwertige Arbeit bis zu 25% weniger Entgelt erhalten als ihre männlichen Kollegen. Dieser Zustand ist nach wie vor nicht hinnehmbar und wird von uns politisch thematisiert und kritisiert, auch in diesem Jahr. Ich will auch nicht verschweigen, dass Deutschland immer noch auch im europäischen Vergleich nicht gerade vorn mitspielt, sondern zu den Schlusslichtern in dieser Frage gehört. Und nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass Frauen in vielen Bereichen mit einer besseren Ausbildung in das Berufsleben starten, wird die Ungerechtigkeit und die Ungleichbehandlung zu den Männern noch einmal deutlich. Wir wollen, dass mit dieser geduldeten, mit dieser staatlich geduldeten Diskriminierung Schluss gemacht wird. Insofern ist die Initiative der Familienministerin Frau Schwesig zu begrüßen und wird von uns begrüßt, weil sie für mehr Transparenz in dieser Frage führen soll. Die Reaktion, die es gegeben hat, die reflexartigen Reaktionen von den Arbeitgebern und seitens der Union sprechen Bände. Und wenn von der Union gesagt wird, dass diese Pläne, dass sich Frau Schwesig diese Pläne abschminken kann, Zitat, dann ist eine solche Wortwahl entlarvend und falsch in der Sache zugleich. Ich will die Gelegenheit nutzen, Sie alle aufmerksam zu machen, bereits auf den 6. März. An diesem Tag werden wir als Partei zum wiederholten Male den Clara Zetkin-Preis vergeben. 2011 ist er zum ersten Mal vergeben worden und seitdem jedes Jahr. Und so auch dieses Jahr. Wir wollen mit diesem Preis Projekte würdigen, die sich um die Lebensbedingungen von Frauen verdient gemacht haben, die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft befördern und anderen Frauen auf ihrem Lebensweg ein Vorbild und eine Anregung geworden sind. 50 Projekte sind eingereicht worden nach der Ausschreibung des diesjährigen Preises. 7 sind jetzt nominiert. Wer am Ende den Preis bekommt, da müssen Sie noch ein paar Tage warten, aber Sie werden es von uns erfahren. Das zweite Thema, was ich ansprechen will, betrifft das Thema Tarifeinheitsgesetz. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat unsere Position, die wir schon seit längerer Zeit vorgetragen haben, bestätigt und dargelegt, dass der Gesetzentwurf verfassungswidrig ist. Insofern bewegt sich Frau Nahles in der Tat auf dünnem Eis. Ich kann Sie nur auffordern, wir können Frau Nahles nur auffordern, in dieser Woche diesen Gesetzentwurf dem Deutschen Bundestag nicht zur Abstimmung vorzulegen. Das wäre aus unserer Sicht die einzig richtige Entscheidung in dieser Frage. Letzte Bemerkung. Ich freue mich immer wieder, wenn wir an solchen Montagen etwas zum Thema Kommunalpolitik sagen können und erfolgreiche linke Kommunalpolitik. Am vergangenen Sonntag, also gestern, haben in Neubrandenburg Oberbürgermeisterwahlen stattgefunden. Wir werden dort mit Thorsten Koplin in die Stichwahl einziehen.
Und schon nach dem ersten Wahlgang ist klar, dass die 14-jährige CDU-Regentschaft in Neubrandenburg beendet worden ist. Schon das ist ein Erfolg. Aber natürlich reicht er uns noch nicht. Wir werden in der Stichwahl natürlich alles dafür tun, dass Thorsten Koplin der nächste Oberbürgermeister von Neubrandenburg wird. Schon an diesem Sonntag, am 8. März, über den ich eingangs gesprochen habe, ist Marina Hinze in Köthen in Sachsen-Anhalt in der OB-Stichwahl. Und ich finde, es gibt kein besseres Datum, als Marina Hinze dort zur Oberbürgermeisterin zu wählen. Herzlichen Dank.